Moin Moin, Mahlzeit, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir sind, wie ihr seht, in Kapitel 12 auf See, heißt es. Nathan? Ja. Land ho. What do you think about that, huh? That's pretty cool. Take the wheel for a second. All this running around, surviving by the skin of our teeth. I think we've actually taken a moment to step back and appreciate just how far we've come. Huh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Yeah. Listen, little brother. She will get over it. And we bring back a treasure like that, anyone would. I don't know. Maybe I've done this one too many times. Somehow I imagined it bigger. Yeah, well, we're definitely in the right place. We'll find us a spot to set ashore. So wird's gemacht. Well, I mean, at least there's an island, right? Yeah, at least there's an island. Just keep an eye out for anything man-made. Ah, you mean pirate-made. Sure. So, wenn ihr hier links um diese Inselgruppe herumfahrt, da gibt's ein... Hoppala. ich sollte vielleicht nicht auf Land fahren. Da gibt es ein Schiffswrack, bei dem es diesen klassischen Uncharted Insider, nämlich Marco Polo, gibt. Als Trophäe. Nathan, up there. Well, that definitely qualifies as man-made. Pirate-made. So, und ich glaube, da müssen wir auch als erstes hin. Dann wollen wir mal. Let's find a way up to that tower. Yeah. An old lookout tower. Well, let's see if we can spot something from up there. Schauen wir mal. Okay, up we go. Ach. Ja, nee, ist klar. Nathan. Da will ich hin. Genau. Nein. Da muss ich raus. This way. So, und schon sind wir oben. This looks promising. Huh. Some kind of symbol. Ja, wohl wahr. Compass arrow.
How did you know to do that? Well, there's one thing I've learned from you. Press everything. Look down there. It's the same symbol. Another arrow. Let's go find out where it's pointing, huh? Ich möchte mal wissen, wie diese Piraten das alles gebaut haben. Boat's right below us. Yep. Aua. Ach komm. So, der Pfeil war hier irgendwo. Und wir müssen jetzt einfach diesen Pfeilen folgen. So, und er zeigt da hinten hin. Let's follow these arrows, see where they go. Jawohl, das ist der Plan. So, dann haben wir hier noch einen. Der zeigt nach hier. Da ist, glaube ich, noch einer. Jawohl. Und einmal nach hier. Und einmal hier. Nee, Quatsch, hier bin ich verkehrt. Moment. Aua. Hier an dieser Stelle könnt ihr im Übrigen diese Delfin-Trophäe machen. Drei Delfine dazu bringen, hinter dem Boot herzuschwimmen. Ist super umständlich, fand ich damals, aber das geht auf jeden Fall hier. So, da ist der Eingang. Aua. Shit. Entschuldigung. Da ist der Eingang. Da müssen wir rein. So. Weiter geht's. Here we go. Na, Nathan. So. You gotta admit, this is pretty cool. What? Climbing this cliff? Yes, climbing this cliff on a giant secret pirate island. I mean, come on. Right. Well, I think it's pretty damn cool. Moment, ich muss hier oben rüber. Yeeha. All right. Back in business. Okay, hold on. Just gotta not fall to my death over here. Stell dich doch nicht so an. Alles gut bei dir? Na komm schon. Wow, Avery wasn't much for subtlety or understatement, was he? Well, he had the money. You got it, flown it, right? Come on, let's get a closer look. So, ich muss jetzt selber mal so ein bisschen überlegen.
Wo es hier jetzt eigentlich lang ging? Oder doch da hinten durch? Ach nee, da geradeaus. Oder? Ich glaube ja. Ja, da wo die riesen Steinstufen sind. Das könnte der Weg sein. Oh, look. The main entrance is blocked by debris. Again. Oder doch nicht. I guess Avery's builders clearly didn't take hundreds of years of erosion into account. Clearly. Hätten sie mal tun sollen. Aber hier sind ja sehr offensichtliche Stufen. Dann gehen wir doch einfach hier lang. Hey Sam, come on, give me a hand with this. Yeah, sure. Okay, come on through. Thank you. Yeah, sure thing. Jeez. Really, lots of lifting and crawling under things, huh? The glamorous life of a treasure hunter. So, da geht's hoch. Okay, dann wird das wohl der Weg sein. Aber wie komme ich da denn hoch? Ach so, von hier. Alles klar. So, so geht das. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, genau hier lang. What do you suppose this place was? These arches remind me of the St. Dismas Cathedral, but I don't know. Oh, rope bridge up there. So. Gib mir Boost. Come on. Oder ich gebe dir einen Boost, wie auch immer. Hauptsache wir boosten irgendwie. You got it. Well, there's a path, but I don't see another way up yet. So, hold on. Sam! You okay? At least I'm on the other side. Okay. Still need to get you up here. Hang tight. Sam, anything? Sam, hey, you still there? God damn it. Bis soweit ist, bin ich selber oben. Ruined my marriage. Drove my best friend away. Got two psychos in their army after me. And now my brother's gone missing. Not on the bright side, there's no one around to tell me I'm an idiot. Okay, ich meine, es gäbe einen Weg hoch, ohne dass man auf Sam warten muss. Ich glaube schon, aber ich finde ihn jetzt nicht. Da hinten ist irgendwie was, aber da komme ich nicht hoch. Aber ich meine, es gäbe einen Weg. I can climb up the bridge. Ja, nee, das habe ich ja quasi versucht. Obwohl doch, wir kommen jetzt diese Seite hoch. Ah. Okay, klar. Get you up here. All right, let's jump across then. Na, sagst du so einfach. Thanks. Everything all right? Yeah, everything's fine. Let's keep going.
Okay. So, aber vorher genießen wir einfach mal diese Aussicht hier. Nice view. Ja, ist schon schön. You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. Why, were you worried? I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. Woo! Okay, weiter geht's. Er springt dran vorbei. Ach Mann. Manchmal ist das schon nicht einfach. There's a path down here. Great, right behind you. Woohoo! Nein, schon wieder. Ich bin immer zu früh. Ich hätte noch eine Runde schwingen müssen. Ach Mann. Ich hab's immer so eilig. Obwohl das auch gehen muss. Hier, siehst du. Man muss auch manchmal Glück haben. Und manchmal hat man einfach Pech. So. Bam. Na komm. How you doing? Not this way. Nee, ich sehe das gerade. Da geht's lang. Na, das war knapp. Sam, in here. Got it. So, und schauen Sie mal oben. Alright, looks like we're still on the right track. Wunderbar. So, falls ihr euch fragt, warum ich hier so durchrenne und sämtliche Schätze und alles außer Acht lasse. Ich mache hier einen ganz gemütlichen Durchlauf. Ohne alles mitzunehmen, was es hier gibt. So, muss ich jetzt hier durch? Nein, oder? Doch. How the hell did no one find this? Das ist eine gute Frage. So, hier ist ein Schatz, den nehmen wir dann halt gerade noch mit. Aber ich habe sie halt alle schon. So, wir müssen doch bestimmt hier hoch. Das ist doch. Back at the orphanage. Did you ever think we'd be doing crazy shit like this? No, I can't say I did. Woohoo! Looks like whoa. We're heading down. Whoa, whoa, right, whoa. Back. Hello. Esther. That worked out. That is the second biggest cistern I've ever seen. Where was the biggest? I'll tell you later. Come on, let's get down there. Sam, come around this way.
Holy shit! You doing okay? Läuft. Piece of cake. Hallo, Dicker. Wow, what is all this? So, auch hier gibt's noch ein bisschen was zu sammeln, aber das soll uns jetzt alles nicht tangieren. Wir gehen hier einfach smooth weiter. Da geht's lang. Here we go. Mechanism's busted or something. No. One way or another, we're getting in there. Let's just lift it together, all right? Okay. Okay, let's do this. Oh, God, this is heavy. Just think about all that treasure. Yeah, mostly just thinking about my back. Ganz schön dunkel hier. Shit. Ach, jetzt kommt dieses fiese Rätsel. Oh, das ist kacke. Whoa. That looks like we got ourselves another trial. It sure looks like it. Na, dann wollen wir mal. Let's see what these do. Ach du Scheiße, ja, das war super kacke. Oh, okay. Some impressive engineering. Nothing. Symbols on the spheres don't match the ones in the light. Ach so, ja, richtig. Ich hab doch auch nur die beiden. Ah, they turn the symbols. That'll help. Ach so. Ah, so. Okay, verstehe. So, geht das. Oder auch nicht. Ist doch falsch von. Mann. Bin jetzt schon wieder überfordert. Hä? Ich hab doch das hier gar nicht. Das muss doch irgendwie andersrum. Das dreht auch nur das Ding. Hä? Wie ging das denn? Das ist alles, was ich habe hier. Ach, das war beim letzten Mal schon so nervig. Ach, Scheiße. Denn das ist doch aber richtig, oder nicht?
finish what we started, huh? Ja, dann mach doch auch mal was, Blödmann. Ach Mann, wie ging das denn? Verdammte Hacke, es ist doch richtig, oder nicht? Es ist doch richtig. Wie komme ich denn jetzt in die oberen Reihen? Ach, das... Nee, Moment. Nee. Die Seite muss auch noch. Richtig. So, die Seite muss auch noch. Klar, natürlich. Links muss sie... So. Ach, ja. Natürlich. There we go. What is that? Oh, look. Statues. Pirate captains. There's Bonnie Baldridge, Al Basra. I can't remember that guy's name. So who was this Al Basra character? He was a Muggle, one of the soldiers on the gunsway. What's he doing teaming up with Avery? The stories have it he was taken to be executed. He got freed during the battle and blew up the gunsway's gun cover. So grateful Avery brought him along? Exactly. What about that other guy? He started as nobody, became a fearsome swordsman. So, der muss noch da. Und der hier muss einmal so rum. So. Ja, wenn man es erstmal verstanden hat, ist das nicht so schwer. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik, and Christopher Condon. 8 out of 12. Okay, so, weiter geht das. Da brauchen wir so ein Kreuz. Okay, das ist anscheinend. Symbols on the ring are constantly rotating. Jeez. Bin Malik guy. Looks Moorish. Yeah, that he is. What's he doing so far from the Barbary Coast? Same as us. Coming to where the action is. Ach, da ist auch noch einer. Ach, du Scheiße. Immer noch nicht. Noch einen. Jetzt aber. Okay. Immer noch nicht. So, aber jetzt. So, okay. Und jetzt den hier. So. And the last of our crew. Richard Watt, Edward England, and Thomas too. Sam, look, that's where we're going. Well, wait a minute. That's only 11 pirates. We're missing our star pirate. Uh-huh. It's kind of weird. Henry, wo bist du? Let's see. Okay, where to now? Großen Respekt vor den Baumeistern. Shit. There's your missing Avery statue. You know, I'm starting to get the feeling that our friend was a bit of a narcissist. You think? Yeah. Let's go see what he's got in store for us. Jawohl, ja. That's a long way down.
Tja, dann gehen wir hier lang. So, Nathan, and be honest with me, how does this stack up? You know, compared to your other adventures. Ask me again when we finish. Ah, hier. Don't snap, don't snap, don't snap! Whee! Didn't snap. Sweet. Sweet. So, okay, jetzt sind wir wieder hier. Und da ist unser Boot. Sweet. Rum, rum. Okay. Island with monstrous Avery statue is to the right. Yep. I'm so excited, my hands are literally shaking. Yeah, I know the feeling. It's either that or I just, you know, I need another cigarette. Maybe a little bit of both. Und es zieht ein Unwetter auf. Maybe he wants us to look through it. Scheiß Wetter zum Schatz suchen. Ehrlich mal. So, wir müssen erst da oben wieder hoch. So. Hey, come on. Oh, no, no, Sam. No. You do the honors. I insist, come on. Okay. All right, Captain. What are we looking at? Eine Insel mit zwei Bergen. So, big skull-shaped island. What? Big island. No skull. That's gotta be it. Libertalia. That's optimistic, considering everything. You know, it is just us here. You're allowed to feel just a little bit of excitement over this. Well, I'll get excited when we get Alcazar's noose off your neck. Come on. Okay. What? I said okay. No, 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 no. Your okays are never just okay. It usually means the opposite of okay. Shoreline. Is that our boy Rafe? Who the hell else? Shit. So, damit sind wir wieder beim Beginn dieses Spiels, falls ihr euch erinnert. Damit hat alles angefangen mit dieser Szene. So, Kapitel 13, Schiffbruch. Aber das geben wir uns erst im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.